Ich will's wissen. Wusstest du zum Beispiel, dass eine Stadt wie Gelsenkirchen regelmäßig viele Daten erhebt? Über die Menschen, die dort leben, über die Politik, über den Straßenverkehr oder über die Bildung. Aber was sind das für Daten? Und was können sie erzählen? Wir starten jetzt das Open Data Portal. So lernst du deine Stadt von einer neuen Seite kennen. Denn wir finden, Wissen ist ein wichtiger Rohstoff und gehört in die Hände von vielen. Open Data, das heißt offene Daten und steht für einen offenen Umgang mit den Bürgern der Stadt. Bisher wussten die meisten nicht, dass viele Daten der Öffentlichkeit zugänglich sind. Doch das ändern wir jetzt. Jeder soll Zugriff darauf haben und jeder kann die Daten nutzen. Was das für Daten sind? Neben solchen zur Infrastruktur, also zum Straßenverkehr, zu Schulen oder Museen, gibt es auch Daten über die Bevölkerung. Wie hoch ist beispielsweise der Altersdurchschnitt in einem Stadtteil? Das Beste daran? Open Data ist ein stetig wachsendes Projekt. Es kommen immer wieder neue Daten dazu. Das ist besonders für Menschen mit Programmier-Know-how interessant. Denn diese können die Daten weiterverarbeiten und beispielsweise Apps damit programmieren. So könnte etwa eine interaktive Karte entstehen und niemand müsste sich mehr fragen, wie viele Spielplätze oder Parks es eigentlich in Gelsenkirchen gibt. Wenn sich also genug Menschen daran beteiligen und die Daten nutzen, profitieren letztlich alle in der Stadt von Open Data. Auch für Unternehmen und Startups bedeutet das einen klaren Standortvorteil. Wir sind schon gespannt, was aus den Daten entsteht. Also, die Daten eurer Stadt gehören euch. Macht was draus!